Genau in dem Moment hat es die Szene gewechselt, also fast genau in dem Moment hat es die Szene gewechselt, wo auch tatsächlich das Spiel geladen war. Saudala, unser Problem momentan, holy shit, steht da viel. Earl hat Grippe. Earl. Yo, Earl, wo bist du? »25 bist du schon? Was machst du eigentlich hier? Was machen wir hier?« »Oh, wir sind zurückgekommen von unserem...« »Right.« Okay, du wurdest zumindest schon behandelt. »Von unserem kleinen Ausflug.« »Ja, Venti's wandering around in a psychotic state.« Ich meine, das haben wir mal nicht, wa? »She happens...« Okay. Wir haben extrem viel Shit hier. Also mit Shit meine ich Leute, die neu dazugekommen sind. Du bist ein Surgeon. Wie gut bist du darin? 6 von 20. Ich meine, Skittles ist allerdings 12 von 20. Du bist 5 von 20. Aber du bist latent geistesgestört. Das heißt, vielleicht lassen wir dich auch noch Doktor sein. Pavel ist sicher kein Doktor. Are you high? Wir lassen sich nicht in Teenagern allen rumschnippeln. Rearm, sure. Wir sollten auch noch andere Leute haben, die das machen. Wen wollte ich zur Putzkraft machen? Lass mal sehen. Ist nicht schlecht, aber es ist ja vielleicht auch nicht schlecht, noch wen zu haben. Alles auch noch, weil die für die Tiere gut geeignet sind. Harvesten. Oh, du wärst eigentlich gut darin, aber hast nur eins derweil drin. Dann weiß ich nicht, wie gut du tatsächlich drin bist. Ah, du bist Alzi, Falzi? Genau, du bist Alzi-Falzi, okay. Das heißt, du bist primär unser Alzi-Falzi-Typ. Moment, also Frau, Typ, keine Ahnung, was bist du? Ich glaube, du warst die Mutter, also musst du wohl weiblich sein. Okay. Du bist auf 2. Da bist du auch nicht schlecht. Wir müssen eigentlich nicht mehr so viele Leute haben, die bauen. Du kannst alles, okay, du kannst das machen und ich meine, wenn du das nicht machst, dann kannst du noch das machen. Oder... All and clean, obviously. Und ich könnte dich... Wie bist du sonst so beauftragt, lieber Lua? Nicht so schlimm. Hey, servus Splitter. Freut mich, dass du es noch geschafft hast, vorbeizuschauen, bevor du gehen musst. Camel Surgeon... Ja, lassen wir dich auch handeln und trainen. Ich glaube, so passt's. Aber ich will vor allem Marble-Statuen machen, also Marmorstatuen. Überall reinhauen. Dann werden vielleicht die Bedrooms schöner. Was mich sehr freuen wird. Wir haben noch Candle. Du bist die Putzkraft, gell, habe ich gemeint. Kannst du dich mal davon überzeugen lassen, dich uns anzuschließen? Das wäre super. Das fände ich ganz toll. Bin ich großer Fan davon. Okay, geht's mal auf Speed 3. Jetzt sollten noch alle super glücklich sein, oder? Weil ich Camel, oder wer? Zu wem gehörst du schon wieder? Alafigo sollte jetzt super. Wo bist du, Lava? Wieso bist du nicht super glücklich? Ich habe deine fucking Mutter gerettet. 18. Gar nicht mal ein Plus 18 kriege ich für die Mutter retten? Tough Crowd. Ja, ich habe Surviving the Aftermath ausprobiert. Taugt es was auf den ersten Blick? Ich würde sagen, momentan muss man sich's noch nicht unbedingt zulegen. Also es macht durchaus Spaß. Soweit ich es bisher gespielt habe, ich habe es noch nicht so viel gespielt. Ich habe jetzt einmal ein Spiel gemacht und jetzt mache ich das Let's Play. Da habe ich aber auch nur die erste Folge dabei aufgenommen. Ist es noch nicht besonders umfangreich. Es ist ja auch Early Access. Also man kann sich ruhig noch Zeit lassen, wenn man will. Und schauen, in welche Richtung es geht damit. Aber es macht schon Spaß, also je nachdem, ob man Geld zum Wegwerfen hat oder nicht. Major Break Risk. Venti. Ja, dann geh jetzt halt ein bisschen Drogen nehmen. Mein Gott, wenn es dir so schlecht geht ohne sie. Bin ja nicht so. Wo ist der Raid? They will prepare for a while. Ich meine, wir könnten euch beschießen. Mit meinem Mörser, aber ich habe nicht so viel Munition, gell? Naja, wir warten mit dem Beschießen lieber, bis es tatsächlich schlagend wird. Wir haben nur 8 Komponenten, Leute. Irgendwann muss tatsächlich einfach nur Komponenten machen die ganze Zeit. Seid ihr gut? Ist jetzt, ich meine, ist jetzt ziemlich kacke im Gegensatz zu den Leuten, die wir sonst so hatten. Können wir mal kurz, diesmal werde ich es machen, damit nicht wieder wer entführt wird. Ihr werdet kurz alle hier restricted und ich darf es dann nur nachher nicht vergessen, wieder auszuschalten, dass ihr alle im Home, in der Home-Zone bleibt und nicht wieder Zamora weggetragen wird oder so. Wenn die, kann ich dir sagen, du sollst Drogen nehmen? Kann ich sagen, nimm ein paar Drogen? Ja, Venti, geh rauchen. Come on, Smoke Flake. Ich wusste nicht, dass man das raucht, aber Flake hört sich für mich eher so wie etwas anderes, man schnupft. Nimm dir ein Näschen, Venti, ja? Geht's dir besser? Hi und Flake, plus 35. Da muss die Stimmung noch raufgehen. Wieso ist immer so schlechte Stimmung da oben? Da hast du gar nicht so schlechte Stimmung. Du bist super high. Ah, they're beginning their assault. Was? Wo hast du bitte den Pfeil hingesetzt? Oh, die sind auf verschiedenen Seiten. I see. Oh, die nehme ich in die Zange. Wo kommt's her? Wir stemmen halt die Leute auf. Nicht unbedingt den Typen, der komplett high ist. Das wäre vielleicht unangenehm für alle, die involviert werden in diesen Kampf. Der Boa zeigt sich dahin. Skittles haut sich dabei mal auf die andere Seite hier. Venti bleibt schön schlafen. Philly soll kochen. Zamora kann nix. Wendy kommst auch hier hin. Ich glaube, es kommen mehr hier runter. Aber ich stelle Lua darauf. Alafigo kann auch noch dahin. Du kommst dann wiederum hier runter. Pavel, du bist ein Kind und du bist auch noch nicht wirklich in der Verfassung. Wurdest du verarztet? Du wurdest verarztet, wonderful. Ich glaube, die kommen alle runter, habe ich langsam... Ah nein, der eine kommt drauf. Da stehen jetzt da oben ein bisschen zu viele, aber die besseren Schützen stehen hier da unten. Sag mal, Pferd, du bist zu deppert, kannst du bitte weglaufen? Was machst du, du dummes Pferd? Okay, es gibt Pferdefleisch nachher, wie es aussieht. Okay, sie lassen das Pferd in Ruhe? Interesting. Nein, sie lassen das Pferd nicht in Ruhe. Pferd, du bist zu deppert? Ah, ja, natürlich, weil du nicht in der Tierzone drin bist. Mein Gott. Yeah. Hast du schon mit ihm gebondet? Ich komme dich sicher nicht retten. Du bist das dümmste Pferd, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Nein, du bist noch nicht gebondet. Du bist gebondet, alright. Ihr müsst die Leute trainieren hier. Mit Leuten meine ich Tiere. No shit. Animal needs rescue. Wie schnell bist du tot? 7 Stunden. Schauen wir mal. Ferdi. Könnte sich ausgehen. Ist da ein fucking Baum? Weg mit dem blöden Baum. Was ist jetzt passiert? The cold snap is over. Wonderful. Die haben aber auch keinen Bock aufzugeben hier. Hat's den da oben schon... Hat's den da oben schon gekillt? Oh, da hat es ein paar gekillt, wie es aussieht. Alright, ich glaube, ihr müsst nicht mehr hier gedraftet sein. Er hat es tatsächlich durchgeschafft. Login Hingo. Können wir mal sehen, wie die hier arbeiten. Okay, wonderful. Dann ganz viele Waffen. Oh, keine Ahnung, wieso da ein totes Raccoon ist, aber hey. Nur hängt ein toter Waschbär ab. Rescue Horse Stallion ebenfalls. Sure. Also, warte mal. Jetzt nicht vergessen, restrict. Kann ich das so durchziehen? Ja, okay, angenehm. Ich glaube, das war alles. Du rescuest jetzt hier den Horse Stallion, gell? Winter has begun, wirklich. Nach dem Cold Snap hat der Winter angefangen. Schön. Wir haben wieder nicht so viel Essen einlagernd. Haben wir überhaupt irgendwo? Okay, wir haben 16 Fine Meals, wie es aussieht. I don't know, ob 16 Fine Meals wirklich das Gelbe vom Ei sind hier. Wildlife. Buck, Doe. Ich meine, es gibt hier noch genug zu jagen. Die Leute müssen nur jagen gehen. Vielleicht muss ich Boas Jagen wieder höher setzen. Wo ist der Horse Stallion? Oh mein Gott, ich muss das wegmachen nachher. Nicht Melee Attack, fucking Horse Stallion. Ja, Tending. 5 Stunden. Ich glaube, es soll sich ausgehen, aber es nervt natürlich, dass das Viech jetzt da liegt. Das ist noch, wo ich die... Was, das Rhinoceros retten wollte? Camel Request, warte mal kurz. Fertig? Medical Emergency Animal. No shit. Ja, Skittles, hast du noch mehr... Oh mein Gott, hast du nicht genug Herbal Medicine dazu gehabt? Braucht das Pferd mehr, oder wie? Könnte ich mir vorstellen. Die Venti geht schon wieder besser. Left Eye Cutout. Hört sich auch irgendwie unangenehm an. Deconstruct. Okay, kann jetzt noch irgendwer anderer... Venti, du bist doch gerade zu gut drauf. Außerdem komplett high. No reachable unreserved animal bed in safe temperature. Das kann... Wieso... Ich habe da niemals Betten. Okay. Animal Sleeping Spot. Whatever. Es wird ein bisschen wenig gecraftet. Es wird ein bisschen wenig von allem gemacht, habe ich so das Gefühl. Starvation. Camel ist im Verhungern. Das ist sehr ungut. Sollst du das essen? Wieso butchert hier eigentlich niemand was? Was ist mit Zamora? Du bist Butcher auf 1. What you doing? Wait a second, wo ist Zamora? Da ist Zamora. Du bist am Schlafen? Fang an zu butchern. Hey, servus Kalikiko. Okay, was machst du gerade? Philly? Making EMP Shell. Stop making EMP Shells. Du bist Koch. Cooking Fine Meal, dankeschön. Mach ganz viele Fine Meals. Wir sollten gleich noch mehr Viechis jagen, glaube ich. Hedgehog ist irgendwie nicht so cool zu jagen. Was ist fleischmäßig effizient? Die Boomerloops. Oh, die Alpakas. Ja, jagt die Alpakas, die wehren sich nicht. Medical Emergency Animal? Wieso, was hast du jetzt für ein Problem? Also sind wir noch Blood Loss Extreme, oder? Ja, das kriegt sich wieder ein. Ist überhaupt kein Problem. Wieso, pennt ihr alle hier? Oh mein Gott, gehen diese blöden Sensory Mechanites irgendwann nochmal vorbei? Skittles, what you doing? Schlafen. Fair enough. Aber nachher musst du sie mal behandeln gehen hier. Wie viel Flake haben wir mittlerweile? Warte, gerade habe ich es gesehen. Jetzt so gescrollt da. 137 nur. Machen auch nicht viele Drogen, wir machen von nichts so wirklich viel. Ich glaube, in Wahrheit rennen die den ganzen Tag nur rum und tratschen miteinander und arbeiten nichts. Echt, das sind die gemütlichsten Animal Beds, die ich habe? War mir nicht klar. Alafigo ist am Verhungern. Ja, Skittles, kommst du mal arbeiten? Wo gehst du jetzt hin? Tending to Zamora. Ja, Hauptsache lass die Leute im Krankenhaus blöde rumliegen. Feeding Fine Meal to Camel. Dann haben sich schon wieder alle verpisst, weil Skittles einfach gepennt hat, statt sie zu verarzten. Ich glaube, die Klos und Duschen gehen sich noch aus. Jetzt aus mit deiner Lock Drain. Da wird sich ja wohl wer drum kümmern können. Okay, 2,1. Wir haben halt eine Putzfrau bzw. einen Putzmann. Paranoid Babbling. Ich meine, das ist jetzt eigentlich nicht so ein schlimmer Auszucker. Das mache ich die ganze Zeit, ohne verrückt zu sein. Wooden Door wurde noch nicht Was? What's your problem, Zamora? Verprügelst wirklich das Muffalo-Baby jetzt? You're such a shithead. Ja, sie hat das verdammte... Trittst du jetzt noch nach, wenn es am Boden liegt? Kannst du bitte aufhören? Das arme Pferd ist verletzt! Oh mein Gott! What a dick! Mach sie fertig, Pferd. Das ist eigentlich ein bisschen gefährlich von dir. Das Pferd sollte eigentlich stärker sein als du. Ich meine, es ist schwer verletzt, aber... Ja, ich weiß, dass das Muffalo Calf Rescue braucht, aber ich warte mal, bis sie sich ausgetobt hat. Collins, die zwei. Ja, good job, fucking Zaun. Schön, jetzt sind alle fertig. Nice. Well done. Naja, wir rescuen dich. Ich würde dich gerne capturen, weil ich meine, eigentlich müsste man nicht capturen. Rescue dich. Rescue dich. Ja, Vollidiot muss hier gerescued werden. Nur weil Zamora unschuldige Tiere verprügeln muss. Ah, du bist schon wieder krank. Ich glaube, es sind auch diese Mechanites, die alles so lahm machen. Hanging out with somebody. Training Muffalo 1, okay. It's doing something. Hunting Alpaka, das ist auch etwas. Sleeping, Resting, Training Sonja. Vielleicht haben wir auch zu viel, vielleicht sind zu viele Leute mit den Viechern beschäftigt. I don't know. Haben wir eigentlich noch Campfuel rumliegen? Campfuel machen wir auch keinen. Haben wir Holz rumliegen? Oh, ich glaube, wir haben kein Holz mehr rumliegen. Oh, wir haben kein Holz mehr. Wait a second. Das erklärt vieles. Kann auch irgendwer mal die Toten da wegbringen, sonst drängen sich wieder alle drüber auf. Oh, so viele tote Leute. Und haben schlechte Stimmung. Leichen verbreiten schlechte Stimmung, das ist leider so. Bringt das bitte, bringt den Mist auf den Mistplatz. Dankeschön. Okay. Okay, die Viechis wurden alle gerescued. Sehr schön. Okay, ich muss, glaube ich, Skittles wenigstens die Chance geben zu butchern, weil sonst... Philly meine ich, weil sonst bleibt es zu oft liegen. Weil Zamora irgendwie anderweitig beschäftigt ist, wie zum Beispiel kleine unschuldige Muffalo Calves zu verprügeln. Und noch so ein paar Stallions. Hast du dich wieder erholt von deinem eigenen Bullshit? Wie mich das freut. Oh Gott, kannst du das mal, du musst das mal als erstes fertig machen. Using the wooden toilet, damit dann wer anderer daran arbeiten kann. Hier gibt's Klo? Nein. Get going. Gibt's ja nicht. Du hältst hier unsere Komponentenfabrikation auf. Jetzt sollte ich überhaupt nicht Komponenten machen lassen. So, jetzt darfst du resten gehen, aber jetzt kann wer andere Komponenten machen. Aber Per ist ja leider gestorben, gell? Wer kann denn überhaupt noch Komponenten machen? Crafting war das, oder? Wer hat genug Crafting? Sollen die 8 oder so, das man braucht? Okay, Lavago hat auch genug. What the fuck just happened? Or a Stallion Revenge. Einer oder mehrere? Oh. Okay. Mehrere, aber die mehreren sind nur 2. Geh mal auf normales Play. Okay, wonderful. Jetzt kannst du versuchen abzuhauen. Vielleicht sollte ich ja eher auf das Pferdchen schießen. Das Pferdchen schneller als ich. Ey, Fluffy, kommst du helfen? Nein, Fluffy haut ab. Hör auf abzuhauen, Fluffy. You dick. Lauf! auf! Okay. Nice, nein, ich meine. Okay, nicely done, Maschinengewehr. Finish your forest Alien. Zuerst rumwedeln mit dem Gewehr. Nein, 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 du gehst zuerst einmal. Ey, warte mal, hast du mir nicht zugehört? Wie zum Geier bist du da durchgehen, du Idiot? Oh mein Gott, du gehst jetzt zuerst reiten. Absolut, das ist das Wichtigste. Schwing dich auf Fluffy drauf. Okay. Ich meine, das ist jetzt keine schöne Szene hier für diese Pferde, die Abschied nehmen von ihrem verletzten Freund hier. Aber ist egal, hey. Die Leute müssen essen, alright? Das ist eine harte Welt. Don't judge me. Pferde. Was machst du gerade? Consuming Fine Meal? Hey. Also bitte noch zuerst dieses Pferdchen hier weghauen. Es wird aber nicht besser gerade. Was machst du schon wieder? Resting. Natürlich. Nein, Natur. Nur am Resten. Okay, Alafigo macht einen Komponenten. Kupferfeuer. Das finde ich ausgezeichnet, dass du Komponenten machst. Das ist Crafting, gell? Medical Emergency Animals. Aber im Work, was Fabrication oder habe ich hier Fabrication? And Components, ja. Das sollte ich bei dir dann am höchsten haben. Die Frage ist nur, wie wir das genau einstellen. Was habe ich hier noch? Das kommt auf 4. Du musst dich um den cleanen, du hast zu viel anderen Shit zu tun. Du machst das auf 2, den Rest machst du auf 3. Und das machst du auf 1. Und das machst du auch auf 4. Alright, dann bist du Hauptkomponentenhersteller. Zumindest während man nichts anbauen kann. Was ist mit Earl jetzt bitte schon wieder? Was ist dein Problem, Jung? Flu Extreme? Oh shit. Ist das Pferdemassaker im Hintergrund? Oh, ja, bitte. Wir sind bald fertig, keine Sorge. Rotte ich alle Pferde aus? Ich glaube nicht einmal. Muss ich nicht mehr aufregen. Da kann man auch Leichen einschüren. Heizen tut man mit Abwasser. Ich könnte auch ein Krematorium bauen irgendwann. Aber ich will jetzt zuerst, dass sie... Ah, warte mal. Wie geht's eigentlich? Wie geht's jetzt, Camel? Du hast dich erholt. Hauling Turkey, Dead to Kühlschrank. Sounds like a great job. Du bist die Einzige, die momentan artsy-fartsy Sachen machen darf, gell? Ja, okay. Dann wollen wir nicht, dass du aus der Übung kommst. So. Misk? No. Furniture? No. Muss ich das zuerst? Ja, muss ich das zuerst erforschen? Statuen und so shit? Es gab doch bitte Statuen. Schau mal, was ich Statuen erforschen. Was ist so schwer an Statuen, bitte? Kann man ja nicht von selber auf die Idee kommen? Structure? No. Ha, okay. Hey, Research. Wo ist... Ha. Advanced Armor. Da will ich später auch mal hin. Agriculture Free muss noch nicht unbedingt sein. Drug Production haben wir eh schon recht gut. Smithing, Plumbing, Washing Machines. Damit sie nicht den Dieb aufbekommen, wenn sie die Kleidung tragen müssen von jemandem, der gestorben ist. Aber ich suche Statuen. Nerve Shock Delivery? Advanced Computing? Irgendwie glaube ich nicht, dass wir Advanced Computing brauchen, um fucking Statuen zu machen. Meine ich die Kunstwerkbank? Oh yes, my friend. Danke, ich bin Oxygen not included geschädigt, glaube ich, mittlerweile, als ich gedacht habe, man baut das so. Right, Sculptor's Table, there it is. Okay, Da will ich aber eigentlich wandern noch, wenn dann noch eine Fabrication Bench reinbauen. Also auf das Blattteil hier. Das heißt, ich meine, kann ich da nochmal 3-3 bauen? Wir können uns da schon in die Net reinbäumen. Hier. Okay. Macht's mir mal hier ein kleines Platz, bitte. Und schauen wir weiter. Warte, habe ich das schon gesmoothed? Ja, ja, das ist nicht gesmoothed. Oder aus was ist das? Was ist das für ein Boden? Smooth Limestone. Was ist jetzt gerade passiert? Karen Request, Paranoia, Mobile Restaurant. Dann wäre ich schon fast dafür, dass wir ein paar Fine Meals kaufen. Ich verstehe noch nicht, wieso ihr so lahm seid. Du hast das Fleisch. Du hast die Pflanzen. Ja, bluten aber auch Pflanzen aus. Ja, das geht sich nie im Leben aus. Ja. Yo, Lua. Kannst du mal reden mit dem Typen, der da reinkommt, so in sich? Mobile Restaurant. Wir müssen vielleicht ein bisschen uns mit Essen eindecken, kurzzeitig. Bevor wir nächstes Mal mehr anbauen? I guess. Nur wo gibt es hier noch? Ich sehe jetzt nicht, was davon noch fruchtbar ist und was nicht. Aber ich glaube, es ist nicht mehr viel fruchtbar. Vielleicht hauen wir uns einfach irgendwo noch ein fettes Kartoffelfeld über den Rest. Wo die Fruchtbarkeit nicht so wichtig ist. Maybe we do that. Lavish Meals ist jetzt wirklich übertrieben. Irgendwelche Pflanzen. Das sind keine gescheiten Pflanzen. Why the fuck? Okay, es ist billig. Mushrooms. Kann man Mushrooms verkochen? Und die haben nichts zum Verkaufen? Das ist such a sad story. Okay, verkaufen wir mal 300 Pilzchen oder so. Ah, fuck it, verkaufen wir die 365 Pilzchen, dann habe ich irgendwas später. Vielleicht kann er das verkochen. Können bitte... Können es nicht die ganzen Viechis essen jetzt? Stop it! Jesus! Holz das Zeug! Nice. Ja, kann es jetzt vielleicht wer hauen? Nachdem ich gesagt habe, es soll... wisst... Weiß irgendwer hier, was das Wort urgently hauen heißt? We'll never do hauling. Dankeschön. Da ist nichts mehr da und dann heißt es plötzlich, oh, ich hab so Hunger. Ihr seid selber schuld. God damn it. Wenn ihr alle so deppert seid. Cost needs treatment, I don't even care at this point. Production. Wooden Sculptors Table. Hau dich da dran. Und stell noch einen Stuhl hin, bitte. Gut. Hat niemand irgendwelche Bäume gefällt? Wer hat Plant Cut an? Du hast es auf 2. Das ist auf 3, aber das heißt wahrscheinlich nicht, dass das besonders... Ist es auf 2 geben? Ich schaue es auf 2. Showering with wooden shower, sorry. Ist wohl nicht Bäume fällen. Training Muffalo 5. Training Muffalo 3. Okay. Könnt ihr aus Mushrooms Sachen machen? Lass mal kurz in den Details hier nachschauen. Wir sind so hinterher. Vegetarian, sind da Mushrooms dabei? Keine Mushrooms dabei. Also das kann man nur roh essen, oder wie? Na, zumindest kannst du dann mit depperten Pilze essen. Was genau hast du jetzt gemacht? Ach, du gehst die Leute damit, die Viechis damit trainieren. Deswegen kommen auch die ganzen Pflanzen weg, weil die Viechis damit trainiert werden. Kann ich nur sagen, dass sie... gewisse Dinge nicht essen dürfen. No, 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 no. New animal policy. Warte mal, was soll das? Ja, was kann ich hier jetzt machen? Außer es renamen? I don't get it. Hä? Ich kann überhaupt nichts für Viecher einstellen. Ah, no. Haben wir mittlerweile zu viele Muffalos? Ich habe den Panda auch noch nicht verkaufen können. Got problems. Wenn Philly versucht, ihn nicht zu essen zu machen, aber kommt einfach nicht hinterher. Was macht Zamora eigentlich schon wieder? Immer noch fucking fertig sein von ihrem eigenen, von ihrer selbst angefangenen Schlägerei, ist auch eine absolute Frechheit. What happened here? Okay, you're not providing any surgeries. Habe ich nicht gerade mit euch geredet, mit der Humanic Corporation? Ja, Lua. Ja, das sind noch die Leute. Ja, das mit den Pflanzen ist echt unschön. Sind da noch irgendwo Tomaten oder so ein Shit? Ich glaube leider auch nicht wirklich. Wir haben nur noch 5 Komponenten. Niemand fällt Bäume. It's a Shitshow. Leipzig ist eine absolute Shitshow. Jeder macht, was er will. Ich meine, wenigstens haben wir unseren geilen Marmortisch. Niemand macht Drogen? Was sind wir für Drogenhändler? Okay, danke, Wendy. Disregard. Wendy arbeitet wenigstens. Irgendwer, der was hakelt. Wow, Zamora kommt auch wieder auf die Idee, dass sie vielleicht mal was zu essen machen könnte. 1 fucking Art, Zamora. Well done. What a fucking... Oh. Okay, du machst nichts als Vegetarian, nur damit das klar ist. Das Vegetarian ist für die Fine Meals vorbehalten. Okay, okay. Und wie hoch ist dein Skill? Ich meine, da du die ganze Zeit nicht kochst, wird er wohl nicht mehr werden, leider. 25. Wow, da steht eine Tür. Look at that. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ah, ich habe dir noch nicht die B gegeben. Make Campfuel from wood. Do until you have 100 Campfuel. Wir müssen schon irgendwann hier Munition zusammenbekommen. 10 Schuss. Das ist nix, damit treffen wir nix. Denizens. Ich bin ein schön safe, der dann nicht mehr. Was ist Denizens? Das habe ich das letzte Mal schon gefragt. Ich weiß, hat ihnen nicht gesagt, das wären Einwohner oder so. Hey, hast du Essen? Komponenten, Essen, nicht weglaufen. Okay, das ist jetzt etwas... Ich weiß nicht, unhöflich, wenn ich dich im Klo belästigen komme, aber was soll ich machen, wenn du immer gleich ins Klo rennst? Du scheinst nichts Sinnvolles zu haben. Like, seriously, nothing. Okay, da können wir wenigstens den ganzen Shit loswerden bei dir. Just something. Nicht, dass du mir dafür irgendwas geben würdest, verstehe ich aber. Ich will mir auch nichts dafür geben. Aber dann können wir dir noch irgendwelche schlechten Waffen verkaufen. Da, Sharp Bow, Poor. Überhaupt die ganzen Bögen. Willst du nicht mit einem Haufen Bögen nach Hause gehen? Leute mit Bögen sind cool. Frag Legolas. It's perfect. Eine Bade kannst du noch bekommen. Eine Rusty War Knife. Bandits Hammer. Der ganze Shit. Oh, irgendwas davon ist was wert. Was ist was wert? Das ist was wert. Das ist was wert. Die Halberd ist auch was wert. Okay, das kriegst du also nicht. Dafür kannst du ein Steel Knife bekommen. Und ich meine, wir könnten Pemmican kaufen, aber irgendwann wird es dann auch ein bisschen traurig. Ja, der Rest ist Drogen. There you go. Jetzt mir ein bisschen Silber hingeschissen. Pirate Merchant, hey! Moment einmal. Nein, er ist schon wieder weg. Oh, no, no, no. No, no, das ist nicht... Oh, hey! Hey, Mr. Pirate Merchant. Komm vorbei. Lua darf ruhig noch ein bisschen schlafen. Wieso bist du schon wieder so leicht angepisst? Serious Pain. Gehen die irgendwann einmal weg, die Sensory? Oder bleiben die jetzt für immer? Because it's quite annoying, wenn ich das mal so sagen darf. Oh mein Gott, du musst die ganze Zeit so pennen. Ich darf nicht vergessen, sie anzusprechen, bevor sie wieder abhauen. Seid sie wieder am wieder abhauen? Moment. Sie sind am wieder abhauen. Okay, shit. Lua! Lauf. Lauf! Servus, Splitter! Hey, du kannst mir EMP Shells verkaufen, das ist keine Dope. Nichts davon brauche ich so wirklich. Hey, kann ich dir den Panda verkaufen? Ich kann dir den Panda verkaufen. Nice. Ermine ist was? Interesting. Pregnancy Test. Ebenfalls interesting. Du zahlst recht gut für das Flake, muss ich sagen. Ah, du hast nicht genug Geld für das ganze Flake. Wir könnten einen PMP-Scheiß bei dir kaufen. Which wouldn't be the worst, weil dann muss ich nicht die ganzen Komponenten dafür verschwenden. 8 Stück, also es sind quasi Komponenten, die ich da bekomme. Wir brauchen nicht noch mehr Medicine, wir haben so viel Medicine. Wir haben kein Bier? Das ist auch eher tragisch. Aber du brauchst immer noch weniger Flake, als ich dir momentan verkaufe, damit wir auf die 902 kommen. There you go. Viel Spaß mit dem Panda. Ich hoffe, sie werden jetzt mal langsam mit diesem mit der Art Sculpture Bench hier fertig. Peace Talks Outcome, ist mir doch egal. Wir haben wirklich zu wenig Leute, die nur craften. Und wir haben zu viel Viechies. Du musst eigentlich in Wahrheit nur kochen. Wir haben einfach in einer Tour zu wenig zu essen. It's no joke. Wie viel brauchst du noch? Nimm mal so viel. Masterwork Dining Chair, casually gebaut, von der Boa. Die Komponenten haben wir noch, 6. Wir brauchen wahrscheinlich auch die ganzen Komponenten, um Zeug zu reparieren. Haben wir noch genug Eisen? Stahl? Nein ist die Antwort darauf. Damn it. Okay, da liegt aber noch ordentlich Stahl rum. Kann das mal wer hauen, bitte? Weil damit Zamora muss auch nicht Haul Urgently auf 1 haben. Wendy und Alafigo hatten einen Fight, jetzt müssen die wieder verarztet werden. Ich meine, man hat schon schwer. Die ganze Zeit stänkert irgendwer wie den anderen an. Kaum auszuhalten. Lua mit dem Minor Break Risk. Also ist jetzt nur darauf gegangen gewesen, okay. Ich dachte, sie hauen schon wieder ab. Aber sie wollten nur da oben stehen bleiben. Mitte der 5. Ja, jetzt rennen natürlich alle den Stahl holen. Vielleicht auch nicht so wahnsinnig. Können leider auch nicht so viel auf einmal tragen, logischerweise. Bandits are spreading. Sure. Okay, haben zumindest 31 Simple Meals wieder. Haben wir überhaupt noch Pflanzen? Wir haben wenig Pflanzen. Wildlife haben wir mittlerweile anders gejagt. Ja, alles, was ich in Auftrag gegeben hatte. Den Panda können wir wieder... Die geben Geld her. Den Panda können wir wieder zähmen. Boomerloops sind einfach die Staatenfeuer. Wir können auch den einen Horse-Style in uns holen. Dann hätten wir die Pferdchen doch ausgerottet. Upsi. Ich meine, zwei davon haben wir gezähmt, oder? Oder eins davon. Major Break Risk. Candles contracted the diver from dirty water not washing their hands. Lua hat große Break Risks hier. Weil du dringend aufs Klo musstest, oder was? Okay, jetzt ist es nur noch meiner Break Risk. Okay, wir brauchen gerade wieder Bier. Ist auch nett. 1004 Stahl, warte mal. Lavgo habe ich gesagt, macht die meisten Komponenten. Ja, du kriegst Hall plus auch noch auf Level 3. Das heißt, lieber Komponenten machen. Wie schaut's bei dir aus? 0! Please recruit! Tun schon auffällig wenig Stone-Karten, muss ich sagen. Das ist, könnte ich da rechts draufklicken? Ja. Nur um zu sehen, ob es an irgendwas anderem liegt, außer an Prioritätensetzung. Aber es liegt an der Prioritätensetzung. Okay, Lavgo macht brav Komponenten. So wie es soll. Wir müssen, es ist Deep Drilling, das ich gerade mache. Oh, da kann ich Advanced Components machen. Ground Penetrating Scanner. Habe ich Deep Drilling schon? Wer ist gekommen? Fabric Trader, sure. Mit euch traden wir auch. Production ist es? Deep Drill, ja. Okay, das heißt, sobald ich den Scanner habe... Sehr gut. Sehr, sehr gut. I like it. Wo ist da das Fragezeichen? Da, Joe. Oh, du hast keine Components. Wäre das schön gewesen, wenn du welche hättest. Du hast Meat. Nein, das ist alles ich. So ziemlich gar nichts, außer Fabrics. Which seems fair, aber auf der anderen Seite. Erinnerst du davon noch schlecht? Nein. Ich weiß nicht, dass er das niemand anhat. Vielleicht das Porous. Cloth Tribal Wear Awful. Vielleicht haben wir das mal los. Sie werden High Explosive. Sie nehmen auch Drogen. Alle nehmen sie Drogen. Alle! Wir könnten ein bisschen Leder wieder verkaufen. Wir haben sicher wieder ein neues Leder dazu bekommen. Haben wir Horse Leather oder so? Wir haben Plain Leather. Nicht viel davon schon wieder. 653 vom guten Joe. Pantherer Fur. Ich weiß, was das sein soll. Brown Fur, Camel Hide. light leather bird skin, patch leather, spider silk, sheep wool, muffalo wool, alpaka wool. Na, ich glaube, ich verkaufe wieder Drogen stattdessen. Wo ist denn das Flake? Genau gesehen, dass ihr Flake nehmt. Das ist jetzt nichts zu tun. Oh nein, wir nehmen keine Drogen. So ein Blödsinn. Auf, wenn sie Drogen nehmt sie. Alright. Danke für das Geld. Wer macht die Drogen? Also, theoretisch. Praktisch gesehen niemand, das habe ich schon gesehen. Wendy, theoretisch. Du würdest Drogen machen, wenn du nicht jagst. Okay, fair enough. Das ist eigentlich relativ hoch. Ferret yourself. Ich weiß nicht, kann man mit denen irgendwas anfangen? Ja, kämpfen können sie. Zeig mal her, wie siehst du aus? Du? I don't know. I don't feel like it. Warte, bist du dasjenige, das... Bist du dasjenige, das... Nein, dir geht's gut. Du? Ich wusste ja nicht, ob das jetzt angegriffen wurde, aber das Safe getamed oder... Ich meine... Das sendet jetzt keine gute Nachricht an Viechs aus, wenn ich sie sofort slaughere, aber irgendwie... Ich brauch kein Frettchen. Niemand sieht's, alright? It's fine. Hallo, Tara. Oh, jetzt bring ich's nicht übers Herz. Wo ist sie denn? Nein, wir schlafen dich auch nicht. Ich hätte dich nicht beim Vornamen nennen sollen. Jetzt bring ich's nicht übers Herz. Goddammit. Okay. Musst du wenigstens kämpfen können. Wo ist Lavigo? Also anderweitig beschäftigt. 9 Komponenten. Okay, wir haben den Ground Penetrating Scanner in Kurze. Wir machen immer noch Nahrung. Ich meine, wir haben relativ viel Nahrung. Es kommen natürlich auch die ganzen Scheiß-Gäste. Die fressen uns, glaube ich, unser Zeug weg. Bin ich überzeugt davon. Hey, ist jetzt alles Gästebetten, bitte. Wir müssen nochmal die Preise erhöhen, by the way. Das geht so nicht. Ist jetzt halt 10. Sehe ich nur, wie viel es kostet. 10 Silver per Day, 10 Silver per Day. Während er drin schläft, die Preise zu erhöhen, ist ein bisschen gemein, ich gebe es zu. Sind das 20, ja? 30 Silver per Day. Okay, machen wir 20, momentan will keiner drin sehen. Mit euch habe ich schon getradet. Canvas getaktet? Ja, natürlich, weil du dich die ganze Zeit anschiffst, aber der Punkt ist, du musst dich nur recruiten lassen und dann hätte sich das Problem gelöst. Haben wir keine Zimmer mehr? Das kann doch nicht sein. Das kann sein. Apparently it's absolutely true. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, wir haben schon 12. Shit, das heißt, ich muss jetzt auch noch ein ganzes neues... Oh no. Ganz neuen Compound bauen hier. Unangenehm. Vielleicht bauen wir da einfach dran. Derweil einmal. Er kann in die Richtung sogar dran bauen, yes. Also was bist du? Limestone, obviously. Wir können da jetzt nicht Sandstone dran bauen. Ich meine, come on, Leute. Okay, in der muss Stone cutten. Ich halte es nicht mehr aus. Wer cuttet Stone? Leute, tut was. Wer ist der unnötigste von euch allen? Du bist nicht wirklich unnötig. Also mit Venti. Venti ist ziemlich unnötig, oder? Bobla, was machst du eigentlich? What the fuck are you doing? Mining and drilling. Gib mal Steine fucking. Ah, du cleanst eigentlich auch. Lass es mal mit dem Cleanen, wir kriegen eh bald eine dedicated Putzfrau hier. Putzmann. Was bist du schon wieder, Frau oder Mann? Putzmann. Ihr habt Tattered Apparel. Niemand will in meine wunderschönen Gästequartiere. Sind voll nett, bitte. Also abgesehen, dass es arschkalt ist hier drin, aber was soll man tun? Hey, sie haben 41 Miet da gelassen. Look at them. Rare Frombus sind mir eigentlich egal. Fluffy ist am Verhungern. How come? Nicht schlecht. Also wirklich nichts im Winter, nichts zum Fressen finden. Nirgendwo. Das ist bad. Ich will euch nicht unrestricted rumlaufen lassen, weil sonst dürft ihr hier drin rumlaufen. Gibt's da keine Sträucher? Horse Stallion the Revenge. Are you shitting me? Ja, das habe ich mir auch gedacht, liebes Horse Stallion. Yo, Bubla. Cutting Stone Blocks, that's my dude. Und Pavel trägt den ganzen Shit sogar. Wonderful. Da kommt Freude auf. Bin ich eh auf dem Speed? Sagen wir mal, ja. Okay, du bist brav im Komponenten machen. Komm mal. Starvation. Lure sollte nicht starven. Okay, alle sind sie am Starven. Warte mal, aber... Okay, der Fluffy hat sich wieder eingekriegt. Können Sie Psychoid essen? Das ist das Einzige, was ich eigentlich gerne hergeben würde gerade. Ansonsten haben wir nämlich keine Pflanzen mehr. Und die fresst ja, glaube ich, kein Fleisch. Animal needs rescue. Wieso, weil du am Verhungern bist? Nein, das war King. Muffalo 1. Alkohol hammered. Ja, und du bist auch noch schwanger. Das ist nicht okay. Oh mein Gott. Wie viel Limestone haben wir? Nicht besonders viel momentan. Animal needs rescue. Muffalo kauft. Könnt ihr auf. Ah, weil das Futter ist, deswegen sauft sie das ganze Bier? Das ist keiner, okay. Aber das Bier sollte eigentlich gar nicht hier drin gestored sein. Wieso wird das hier drin gestored, bitte? Ja, kein Bier. Das Bier muss in den Kühlschrank. Aber wenigstens sind sie nicht mehr am Verhungern. What the fuck ist das? Cloth Winter Boots. Schau mal einer an. Man ist jetzt gemacht. Bier ist auch Kalorien. Venti ist unnötig, hat er gesagt. Ist ja auch wirklich so. Venti nimmt nur Drogen die ganze Zeit, ansonsten macht er gar nichts. Harvesting Oak Tea, na gut, jetzt arbeitet er ausnahmsweise mal was. Nur weil ich es gesagt habe. Normalerweise würde er nie was arbeiten. Ich glaube, wir sollten zuerst die Zimmer bauen. Bevor ich anfange, die Böden zu bauen, weil sobald sie wieder zu sich kommt, also besser gesagt, sich rekrutieren lässt dort oben. Er, meine ich mit sie. 1, 2, 3. Camel hört sich für mich irgendwie nach einem weiblichen Namen an. Ich weiß nicht wieso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Braucht er ein Zimmer? Am besten sogar noch ein beheiztes Zimmer. Wenn wir großzügig werden. Geht sich da noch eins aus? Ich glaube lieber. Genau nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, also wir verwenden das als Rückwand. Kann man das? Oder ist das dann draußen? Ich will mal annehmen, dass das dann draußen ist, leider. Da ging noch eins. Können Sie zu dritt einmal beheizt und gekühlt werden? Maybe. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen da dann hier ein Vent dazwischen. Bevor ich da überhaupt Indus reinbaue. Und das wäre auch noch ganz gut. Und hier vielleicht den Heater. Alright, und wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich das Bett machen. Und wie gesagt, es könnte sich auch einfach nur ein paar mehr verlieben. Und dann würden sie im gleichen Bett schlafen. Und dann hätte ich dieses verdammte Problem hier nicht. Aber... Gosh not. Teil dieses Limestone. Ist hier eigentlich jetzt noch Limestone? Ist das Limestone? Nein, das ist kein Limestone. Ein Teil dieses Limestones hier könnte mal kurz urgently geholt werden. Nicht der Boomerloop. Hold urgently. There you go. Psychic Surf ist gut, nachdem jetzt alle gleich halb verhungern werden. Ein bisschen beruhigt werden während dem Verhungern. Jetzt geht natürlich das Fleisch schnell weg, weil wir nur noch Fleisch verbrauchen. Wir könnten den Rhinoceros jagen, das hört sich aber etwas gefährlich an. Great Bussard schaut nicht besonders great aus. Ibex Ram gibt übrigens ein bisschen Fleisch her. Immer die Rhinocerosse, die würden Fleisch hergeben. Das Mega Sloth hier, 10% allerdings. Paint Chance 6%, this is incredible. Ja, also sonst muss man irgendwann Boomerloops anfangen zu jagen, auch wenn es unschön ist. Die Artbench ist endlich fertig. Das ist Camel-Kanäle. Das machst du eigentlich den ganzen Tag jetzt, wo ich die noch nicht... Alzi-Falzi Sachen. Okay, du Horst Sachen, das auch ziemlich gut ist. Add Bill. Large Grand. 220 mal ist ein bisschen übertrieben. Large. 100 mal. 100 mal hört sich gut an. Mach Large. Do until you have 10. Aus. Clear all. Und das selbstverständlich aus Stoneblocks. Marble Blocks. Wir haben nur 893, das heißt, es wird ein bisschen schwer. Okay, ich muss das aufhören, so zu machen, by the way. Weg mit diesen Make Any Stone Blocks, das ist komplett Bullshit. Machen Add Bill. Make Marble Blocks. Do until you have 1000. Ups. Danke. Aber zuerst müssen wir noch Limestone machen. Bad Temperature? Oh shit, wir haben da keine Heizung drin. Da würde ich gerne Heizung drin haben, weil da werden auch die Komponenten gemacht. So, that might be important. Oder die Heizung daneben, das ist schön gemütlich warm. Vielleicht will ich sogar einen Cooler drin haben. At some point. Like this. Für den Sommer. Oh, das war jetzt in der... Wandkohler. Ibex Ram Revenge. Okay. Du kannst du bitte treffen? Please. 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 Dankeschön. Ey, was bist du? Du bist der Great Bastard. Du musst nicht fliehen. Von wem fliehst du bitte? You'll never do hauling. Wendy, du bist ein... Trottel. Dafür bist du dann, deswegen bist du eigentlich nicht ganz so prädestiniert für die Jagd, wenn du das Zeug nicht auch gleich haulen kannst. Holt es jetzt hin, wer? Ey, kann das hin, wer holen? Please. Fast kein Fleisch mehr rumliegen. We got problems. Okay, die Bauern sind natürlich am Bauen, mit Bauen beschäftigt. Hey, haul urgently bitte. The Faction Risk. Zamora schon wieder. Jedes Mal das gleiche. Jo, Philly, du bist ein Held, weil du nicht mehr kochen kannst, da? Oder wieso sonst? Machst du das? Why? Oh, weil du schon mehr als genug Simple Meals gemacht hast. Das heißt, Zamora ist jetzt nur noch für die Simple Meals gerade zuständig. Was gar nicht so schlecht ist, weil er lernt sie was. Ist okay. Oh, wir haben einen Boomerloop gekillt bereits. Nice. Major Break Risk Wendy aus irgendeinem Grund. Ich nehme mal an, das ist Camel, ja. Ist es auch. Was macht Love Go? Schlafen, okay, deswegen macht er gar keine Komponenten. Ist okay, 4 Komponenten. Wir sind wirklich da. Knapp davor. Dass sie uns da ausgehen. Porridge, her mit dem Essen. Agave Fruit, absolut, holst du uns aus. All urgently. Ich meine, wenn ich als... Ey! Mau! Hallo! Dich war reingelassen. Nur noch 10. Oh, aber Zamora macht. Gutes Ding. Gut, wir haben jetzt das Essen. Animal Starvation schon wieder. Jo, ich habe schon Hallo gesagt. Gibt es kein Bier mehr, das sie saufen können? Apparently. Alles sehr schrecklich, I know. Du kriegst aber erst in 2 Stunden was zu fressen. Ja, yeah, life is hard. Go, Francie! Oh! Okay, du gehst schneller. Hast du immer noch die verfluchten... Oh mein Gott. Bitte werdet sie los. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus, dass sie das alle... Haben die das jetzt einfach alle für immer? Why? Yo, Zamora, what are you doing? Kannst du das mal wieder fertig? Ich hasse das, dass du die Dinge einfach so liegen lässt. Und irgendwann hätte ich da unten gern Power. Jetzt kannst du es wieder lassen. Du sollst es nur fertig machen. That is all. Okay, wurde schon ein bisschen was gemacht. Also du kannst dich jetzt ruhig rekrutieren lassen langsam. Hast du es gar nicht probiert? Recruit steht da doch, oder? Just try it. Okay, da oben kommen Lampen hin. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Außerdem brauchen wir natürlich wieder Power. Alles ist da unten durchgegangen. Der Rest kommt hier durch. Okay, das wird jetzt auch, aber es geht ja eh auf Zimmertemperatur. Das heißt aber, hier sollte jetzt auch wieder das ein bisschen schneller gehen, oder? Jo, bist du deppert, du kriegst es schnell hin. Nice. That's fun. Haben wir schon eine von denen rumstehen eigentlich? Oder ist das die erste, die du machst? Manchmal so schwer zu finden, die Dinger, finde ich. Install. Also als erstes brauchen wir, wobei da könnte ich sogar Goldstatuen reinstellen oder so, das wäre lustig. Aber als erstes brauchen wir die, keine Ahnung. Wer wollte den Wahnsinns-Bedroom haben? Was ist du? Du bist greedy. Ein anderes greedy oder so, oder... was ist das andere? Neidisch, ich habe jetzt das Wort vergessen. Lua ist auch greedy. Und du hattest schlechte Stimmung in letzter Zeit. Wo schläfst du? Du schläfst hier. Alright, wie wär's, wenn ich dir... In dem Fall... Wir sind jetzt... Da. Diese wunderschöne Quality Normal. Ich meine, es ist zumindest nicht schlecht, oder? Hier reinstelle. Was ist das jetzt für ein Bedroom? Excellent. Ach, slightly impressive. Immer noch nicht impressive. Am Verhungern wahrscheinlich, oder? Naja, Malnutrition Extreme leider. Oh, wir haben Candle bekommen. Wunderbar. Also, wo ist Candle? Da ist Candle. Sure, sure, sure. Sure. Sure, sure, sure. Nope, nope. 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 Wobei Handen kannst du eigentlich auch. Nope. 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 Load, sure. Cremate, deliver, haul, clean. Oder wir machen das ein bisschen anders. Das bleibt auf 1. Das hier bleibt auf 1. Das hier kommt auf 2. Clean kommt auf 1. Hall kommt auf 2. aber Hunter likes Ranged Weapon hat sich damit natürlich immer noch nicht erledigt. Du brauchst ein Ranged Weapon. Da oben haben wir ein paar von denen rumliegen. Bolt Action Rifle vielleicht. Ja, equip Bolt Action Rifle. There you go. Ach, wir hätten das gerade gefüttert, das Vieh hier. Geht's runter? Ja, langsam aber doch gerade. Man, dann könnte es auch wieder aufhören, Winter zu sein, um ehrlich zu sein. Decemberry. Alafigo hat auch Arbeit liegen lassen. Nicht okay. Wenn ich Zamora dafür so ausgeschimpft habe. Was bist du hier? Du bist ein Wooden Dresser. Ich würde mal gerne den ganzen Scheiß. Steel Electric Oven. Trading Opportunity at Leipzig. Grill Prime Consul of Vietnam has sent us a message. Their nearby settlement Safety Township had an incident with a pyromaniac and are now desperate for weapons. They are willing to pay extra for any items of this category, but will need 286 silver to cover costs for the caravan. Girl assures us the offending pyromaniac will stay home. Sure. Wir haben hier ein paar Waffen rumliegen. Nur Recruit. Mhm. Wunderbar, okay. Wir haben schon wieder Animal Starvation, Muffalo 3 diesmal. Ist am Verhungern. Sind alle ein bisschen sehr am Verhungern. Nur weil Winter ist. Ich glaube, wir müssen wirklich noch mehr Heu und Kartoffeln anbauen das nächste Mal. Hey, ist das alles Blut? Ups. Blood of a Frumbo. Ja, ziemlich viel Blut, das hier rumliegt. Egal. Sagen wir einfach, das ist ästhetisch. Ist fein. Wir haben nur von... Das macht auch niemand. Was ist das eigentlich? Refine, oder? Ah, that's the problem. Ich habe alle von euch nicht auf Refine. Du bist auch auf Refine 3. Du kannst nicht refinen. Alle, die das andere auch haben. Okay, das sind die alle hier. Alright. Vielleicht lasse ich dich als viertes refinen, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Aber vorrangig sollst du mal putzen. Ja, der Bedroom ist voll fertig. Also fast fertig. Wir brauchen noch ein paar schöne Dinge da drin. Wie zum Beispiel Furniture. Furniture Plus, sorry. Ein Endtable mit Lamp, selbstverständlich. Wir sind wie gesagt keine Barbaren. Und ein Wooden Dresser. Die machen wir jetzt mindestens excellent, because I'm feeling like it. Ich meine, dann habt ihr mal das Wichtigste da drin, wenn wir das ein okayer Bedroom wird. Ja, alle Animals im Starben. Es ist echt traurig. Ich sage nichts, dass es nicht traurig wäre, aber was soll ich machen? Es kommt davon, wenn man sich domestizieren lässt. Ih, das sind Turkey. Noch ein paar Boomerloops. Nur, dass uns der Nachschub nicht ausgeht. Noch ein Komponent gemacht, auf wie viel sind wir mittlerweile? 6 Stück, holy shit. Medical Emergency Animals. Animal needs Rescue. Du bist am Verhungern, nicht wahr? Rescued das Animal, wer füttert das Animal, wer... Feeding Simple Meal to Muffalo, da, there you go. Also wir halten sie so gerade noch am Leben, that's fine. Ist da gerade Enos in die Luft geflogen? Das hat sich so angefühlt. Ja, Enos, something happened. What happened? Komisch. Nimm du da Blitz eingeschlagen oder so? Meine Break Risk. Okay, jetzt haben wir nicht mehr imminent Animal Starvation. Was Nettes. Du machst dir das Marble, gell? Ja. Du machst dir nicht das mit einem schönen Limestone. Wie viel Limestone haben wir noch, by the way? Nachdem ich das jetzt gebaut habe. 419, okay, das heißt, wir können endlich die Wege wieder ein bisschen verbessern. Sandstone, Flagstone, Limestone, Flagstone. So, erstens machen wir das hier fertig. Zweitens will ich eigentlich das hier auch geflagstoned haben. Das ganze Platzerl hier. Nein, eigentlich wollte ich auch noch da hinten fertig flagstonen, gell? So viel Flagstone. Echt? Achso, da ist noch Schnee drauf. Ach so. Dann ist es ja eh schon das Richtige. Das so wahrscheinlich nicht. Indeed not. Okay. Perfekt. Alright, wir machen hier eine kurze Pause und dann machen wir noch bis zu circa 7 weiter. Ich bin gleich wieder da.